Also in Startups ist es ganz anders als in großen Konzernen. Ich habe früher Praktika in großen Konzernen gemacht, ich habe auch schon für Behörden gearbeitet, aber da bewusst den Einstieg gewählt, in der Internetszene eben für Startups, für ganz, ganz kleine Unternehmen zu arbeiten. Und was da anders ist als sonst, ist, dass es ganz, ganz flache Hierarchien gibt, also eigentlich fast gar keine Hierarchien, und dass man sich einfach Projekte schnappt und wenn man die gut macht, dann macht man direkt das Nächste. Und so kommt man eben auch, wenn man jung ist und direkt vielleicht von der Uni kommt, in verantwortungsvolle Positionen. Also es passiert schnell, dass man auf einmal ein Team führt von Mitarbeitern oder Praktikanten und das dann quasi alles, also auch diese Führung, lernt, während man führt. Also man wird direkt ins kalte Wasser geschmissen, hat aber auch immer wieder die Chance, nachzujustieren. Also man merkt sehr schnell, wenn etwas nicht funktioniert und man hat im Startup immer die Möglichkeit, nochmal in eine andere Richtung einzuschlagen und einfach was anderes auszuprobieren. Ich glaube, dass man eine ganz starke Unternehmenskultur braucht in Startups, damit man nicht über direkte Anweisungen führt, aber damit diejenigen Manager oder die Projekte ausführen, den Rahmen kennen und wissen, woran sich bewegen und genau wissen, das ist was zu uns passt und das passt nicht zu uns. Also die Unternehmenskultur muss sehr stark sein und man muss wissen, wohin die Firma will. Also man braucht eine transparente Führung oder Vision von den Gründern. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Typ an. Also man muss sehr, sehr gut recruiten, weil man braucht auch Menschen, die mit dieser Flexibilität umgehen können und die auch mutig sind. Also die morgens aufstehen und einfach sagen, ich mache das jetzt, ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie das geht, aber ich traue mich das. Also ich glaube, man muss auch stark auswählen, wen man einstellt.